ab. Und das ist wie so eine Kettenreaktion, die mich dann absolut reinzieht. Ich habe dann im Endeffekt viel zu viel Zeug. Das habe ich jedes Jahr. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte in diesem Video auf den Punkt kommen, in welchen Momenten ich mit meiner Kaufsucht so ein bisschen struggle und was mein Plan ist, es in der nächsten Zeit anders zu machen bzw. besser zu organisieren. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten natürlich, ob das, ob diese Punkte irgendwie bei mir was bewirken, die ich vorhabe zu machen, oder ob das halt eben so eine heiße Luft war und es gar nichts gebracht hat. Aber das wird nicht regelmäßig monatlich sein, weil, das werdet ihr gleich verstehen, es ist bei mir nicht so, dass es monatlich mich triggert. Meine Struggle-Punkte sind tatsächlich zum einen natürlich die Kinder. Ich möchte absolut meine Kinder verwöhnen. Das ist absolut mein Problem. Aber das ist nicht so die Hauptursache, sondern tatsächlich Geburtstage, Ostern, Weihnachten. Also immer, wenn ich Geschenke kaufen muss. Das ist tatsächlich so der Start zu einem absoluten Kaufrausch. Das ist mir schon jetzt ein paar Mal aufgefallen. Wenn ich anfange, die Listen durchzugehen, um zu überlegen, was schenke ich, und die ersten Sachen bestelle, verfalle ich in eine Art Kaufrausch. Das ist ganz, ganz faszinierend und ich finde, es ist eine super Erkenntnis, die ich gerade gemacht habe, die mich absolut tatsächlich dazu bringt, dass ich vielleicht noch besser meine Kaufsucht in den Griff kriege. Und das sollte, glaube ich, jeder mal so tracken, beobachten. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, als ich anfing, meine Ausgaben zu tracken und alles aufzuschreiben, wirklich jede einzelne kleine Furze, die ich ausgegeben habe. Weil ich dann die Monate vergleichen konnte und konnte sehen, in welchen Monaten, wann ich explodiert bin, an welchem Punkt und zu welchem Ereignis. Und ja, und das ist tatsächlich, wenn ich anfange, Geschenke zu kaufen. Es ist egal, ob es jetzt jemand aus der Familie Geburtstag hat oder jemand, den ich kenne. Es ist halt extrem wichtig für mich, da das perfekte Geschenk zu finden. Und da wären wir wieder bei dem Problem Perfektion, Geschenk haben möchte. Denn ich fange dann an, ich kaufe eine Sache und bin erstmal total überzeugt davon, dass es genau das Richtige ist. Dann sehe ich etwas, was ich noch viel besser finden würde, kaufe das dann und entscheide mich um und sage, na, das andere schenke ich dann ein andermal. Dann sehe ich wieder was und so weiter und so fort. Und das ist wie so eine Kettenreaktion, die mich dann absolut reinzieht. Ich habe dann im Endeffekt viel zu viel Zeug. Das habe ich jedes Jahr zu Ostern, zu Weihnachten, Schrank voller Dinge, die ich verschenken könnte. Ich versuche dann im Endeffekt wenig zu schenken, damit es nicht dieses Übermaß hat, aber dann bleibt der Scheiß halt in meinem Schrank und in den Schubladen und überall irgendwelche Kleinigkeiten. Und wie gesagt, ich habe halt Geschenkideen für andere Leute, für meine Familie, für alle. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und das sind die Punkte, die mich dann triggern. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich das ein bisschen besser strukturiere. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich in Zukunft mit meinem Mann zusammensetze und eine Liste mache von den Dingen, die wir gerne verschenken würden. Dann uns angucken, wo bekommen wir die Dinge am besten her. Also wirklich so eine Liste führen, okay, das und das und das und das wollen wir kaufen, wo könnten wir das und das und das gucken. Im Internet lasse ich tatsächlich ihn stöbern bzw. recherchieren, wo wir das beste Produkt her haben. Wenn zum Beispiel, wenn es was Technisches ist, ist sowieso immer mein Mann der Ansprechpartner, weil er sich dann wirklich halt die Tests an durchliest und. Und ja, ich habe da einfach keine Ahnung von. Und deswegen lasse ich ihn das machen. Und alles, was halt so, sage ich mal, im Geschäft zu besorgen ist, wie zum Beispiel jetzt ein Buch oder beim Mediamarkt oder sowas, gehe ich. Denn tatsächlich muss ich feststellen, dass ich wesentlich weniger einkaufe, wenn ich unterwegs bin, als im Internet. Also Internet triggert mich viel, viel mehr, weil ich da dauernd irgendwelche Vorschläge bekomme, dauernd irgendwelche gesponserten Dinger da erscheinen und. Und dann bin ich dann halt so jemand, der dann, ach, das könnte ich auch noch auf meine Wunschliste setzen. Ach, das ist gerade im Angebot. Ach, die haben ja irgendwo da gerade den Preis runtergesetzt von etwas, was ich schon lange haben wollte und so weiter. ja, deswegen gezielt halt eben organisieren. Ich habe bisher das immer alles alleine getragen, abgesehen von dem Mental Load Effekt, den man dabei hat, weil es einfach so viel ist, was man bedenken muss.
ist das für mich halt wirklich ein Punkt. Und ich glaube, dass das schon ein guter Einstieg darin wird, diese Welle des großen Geschenks zu minimieren und des großen Kaufrausches, weil ich eben nicht dauernd angefixt bin im Internet. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Ich hoffe. Das ist zumindest mein Plan für die nächsten Geburtstage, dass erstens sich so ein bisschen die Arbeit teilen und zweitens sich halt einfach so ein bisschen selber Grenzen setzen. Das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, ich muss mich natürlich überall auf allen Plattformen abmelden, wo ich noch irgendwo angemeldet bin. Ich verstehe nicht ganz, warum man das nicht hinbekommt, dass man auf seinen Wunschlisten aktiv sein kann, ohne eingeloggt zu sein. Also Amazon hatte das eine Zeit lang ja so, dass man auf den Wunschlisten, also man war eingeloggt, aber zu den Endbestellvorgang musste man ein Passwort eingeben. Seltsamerweise muss ich das in letzter Zeit nicht. Medimobs kann man seine Wunschlisten nicht bearbeiten, wenn man nicht eingeloggt ist, was ich völlig dämlich finde. Rebuy kann das nämlich tatsächlich. Ich muss nicht eingeloggt sein, um meine Wunschlisten zu bearbeiten. Ich kann Dinge auf meine Wunschliste tun, da wo ich mal irgendwann mal eingeloggt war. Jederzeit, aber ich kann nicht bestellen, ohne halt nochmal ein Passwort einzugeben. Also es gibt so coole Sachen, wo man halt eben so ein bisschen Grenzen setzen will, aber das wollen die ja nicht. Die wollen ja, dass man bestellt. Ne? Deswegen wollen sie es ja einem erleichtern mit diesem einen Klick bestellen und sowas. Es ist nervig, aber ich muss mich halt wirklich überall ausloggen. Ich muss dann halt irgendwie einen anderen Weg finden, um die Wunschlisten zu bearbeiten, beziehungsweise gar nicht erst auf den Wunschlisten unterwegs zu sein, weil man dann ja sowieso sieht, dass etwas im Angebot ist oder gerade untergesetzt ist oder sowas, ne? Ja, das ist mein Plan und das ist etwas, was ich halt beobachtet habe und ich sage es euch deswegen, weil ich finde, das sollte jeder mal für sich mal rausfinden, was sind für euch so diese Triggerpunkte zum Kaufen. Und ich habe wirklich festgestellt, bei mir ist es halt nicht so das normale Einkaufen und Shoppen gehen. Ich kann mich da in letzter Zeit, seitdem ich angefangen habe, hier offen mit Kaufsucht umzugehen und meine Pläne mir jetzt aufzubauen, meine Fragen, bevor ich etwas kaufe, damit wirklich gut umgehen. Also ich kann wirklich, wenn ich so einen Kauf-Shopping-Tag mit meiner Freundin habe, ich muss nicht immens viel einkaufen. Aber ich kann das nicht, wenn ich versuche, das perfekte Geschenk zu kaufen. Und das ist etwas wirklich, wo ich dran arbeiten kann, wo ich eben weiß, das ist mein Triggerpunkt. Das ist halt eben wirklich so krass vor Weihnachten und es dauert halt ein bisschen an, bis ich nach Weihnachten wieder in meine Norm komme. Deswegen war der Januar ja auch so furchtbar in der Januar-Statistik. Ja, wir verstehen es. Und deswegen war Februar wieder richtig gut, weil ja, da ging es wieder. Der April war jetzt wieder ziemlich schlecht, weil da war ja wieder Ostern. Ja, also wie gesagt, es ist halt für mich halt so ein Punkt, wo ich wirklich halt getriggert werde. Ich weiß das jetzt und ich versuche das jetzt mit meinen Plänen umzusetzen, dass ich das besser im Griff habe und ich werde weiter beobachten, ob es noch andere Triggerpunkte gibt, die ich angehen könnte, die ich sagen könnte, da und da und da stimmt etwas nicht, da ist es irgendwie, ja, da hält es mich. Und ich werde euch berichten, wie gesagt, ob mein Plan aufgegangen ist, ob ich dadurch meine Triggerpunkte besser im Griff hatte. Ich habe nebenbei mir noch so ein Konsumtagebuch zu Gemüte geführt, das ich ebenfalls noch bearbeiten möchte. Also ich habe es schon gelesen. Da gibt es halt Ausfüllseiten, die man selber bearbeiten soll, mit denen man arbeiten soll. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Und ja, ich arbeite immer noch dran. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, dass ich irgendwann mal mehr gute Monate als schlechte Monate habe. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch mit diesem Video irgendwas Gutes tun konnte und euch auf einen guten Ansatz geben, mit auf den Weg geben konnte, wo ihr sagt, damit kann ich irgendwas anfangen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen, wenn ihr mögt. Macht's gut, bis dann.